Moin. Willkommen bei SCNR On Air. Jawohl, heute Abend wieder Livestream. Musst du nicht im TS? Und natürlich mit den anderen Leuten, die dabei sind, von der Star Citizen Hakus, Deutsche Space Cargo, etc. und pp. Und so weiter und so fort. Alles drum und dran ist dabei. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, jetzt müsste ich doch da mal wieder super vorbereitet hier. Wo ist denn mein Teamspeak? Ich glaube, ich habe meinen Teamspeak verlegt. Guten Abend. Ah, da unten. Hi, Semi. So, und zwei Bildschirme und ich finde es nicht. Wunderbar, da sind schon zwei Personen frisch, fröhlich und munter drin. Ready. Ach, wo ist denn mein Spiel? Ich habe mein Spiel gar nicht gestartet. Dun, 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 dun. Oh mein Gott, Katastrophe. Ich bin super vorbereitet hier. Ich habe andere Sachen vorbereitet, das sieht man dann nachher. Während dem Spiel. Aber das verrate ich noch nicht jetzt. Und natürlich wie immer ein bisschen Hintergrundmusik. Muss ja sein, ja sonst ist das ein bisschen mau. Sodele, jetzt sind wir da. Ich bin schon bereit für den ersten Aurora Death Race. Da wähle ich mir jetzt... Private Match. Und natürlich... die Deathward-Link-Strecke. Ich mach schon mal Launch. Hallo, Batman 59. Ansonsten, wer uns noch anderweitig unterstützen möchte in der Hinsicht, da gibt es auch unten am Stream, gibt es da, ich möchte gerne spenden. Das wäre natürlich auch sehr willkommen, wenn ihr das machen wollt. Wir sagen dann nicht nein. Kommt dann auch wieder der Community zugute, sage ich mal. Also es wandert nicht irgendwo bei uns in der Tasche. Das nutzen wir wieder für Goodies, für den Radioteil, den wir auch noch haben, etc. und alles. Also wirklich, das geht sofort wieder in Star Citizen News Radio direkt rein für die Community wieder. So, ich habe eine Match-ID. Das wäre AS8HX4ZHNU. Das war zu schnell. Ich sag's gerne noch einmal ganz kurz. Wie gesagt, kurz. AS8HX4ZHNU. So, nein. Also es wäre AS8HX4ZHNU. ZHNU. Jawohl. HNU, genau. Wenn das von euch jemand dann noch in den Chat schreiben könnte, wäre das super. Dann müsste ich nicht machen. Wunderbar, Rixis. Dankeschön. Und bei diesem Stream habe ich wieder meine Hosen an. Ob wir uns trauen zu fragen, ob du uns das zeigst, ich glaube, man weiß ja nicht. Ja, ich habe Hosen an. Na. So. Damit das auch mal geklärt ist. Da bin ich ready. Pilots are ready at the gates.
Jo, ich bin auch drin. Wunderbar. Jawohl, zwei Stück sehe ich schon. Genau, Mad Bonsai. Ja, bei mir dauert das noch ein bisschen. Ich habe nur so einen altbacken Rechner. Echt? Hast du eine Aurora? Ich habe das gerade mal umgesetzt, ja. Ah, okay, cool. Du hast dir gerade eine Aurora besorgt, zusätzlich. Natürlich. Das ist ja sauber. Ich habe schon mal gesagt, wenn plötzlich alle Leute sich Aurora kaufen, nur wegen unserer Aurora Death Race, dann muss ich doch Chris Roberts eine Mail schreiben. Sag du euch mal, ich möchte doch eine ganz kleine Provision haben. Ja, ich sehe da noch den Adapter dort hinten ganz dunkel versteckt wird. So, und dann sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal Hallo YouTube. Willkommen zurück zum neuen Let's Play Star Citizen. Und ich bin wieder beim Livestream von SCNR, dem Star Citizen News Radio. Wir spielen das berühmte Aurora Death Race. Wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Und ich hoffe, gleich geht's los. Ich schalte in JS. Setzt auch ein. Ja, mein Sohnemann hat sich das gemerkt, dass die Brille irgendwas Besonderes ist, von klein auf. Ja, du, meine Tochter hat es auch immer gerne, wenn sie die Brille meiner Frau immer wieder kaputt macht, dann können wir immer wieder zu viel Mann gehen und sagen, können Sie das bitte wieder anpassen? Weiß ja nicht, was das für ein Produkt ist, aber es hält einfach nicht. Genau. Es hält mal nicht die Kinder ein. So, zu dritt sind wir denn. Na los. Ah, jawohl. Das heißt, zu viert bald, wenn du auch noch reinkommst. Ja. Bei mir dauert das Ewigkeiten hier. Genau. Gothic ist auch dazu gekommen. Hi, Gothic. Im Stream. Gucken wir mal, was wir heute so böses veranstalten. Hallo. Gothic. Hi. So, ihr macht Aurora-Rennen. Jawohl. Ja, sicher, wie immer Aurora Death Race. So, ja, gehört einfach dazu bei dem Stream. Vier sind wir schon. Also wenn ich diesen Stream starte ohne einen Aurora Death Race, dann weiß ich auch nicht, was passiert ist. Da bin ich wahrscheinlich krank oder sonst irgendwie. Dann erinnern wir dich daran. Genau. Finde ich aber ein schönes Highlight gleich zu Anfang an. Ja, und danke, Peng Shui, du warst das, wo der es auf den YouTube noch gestreamt hat, oder? Nee, ich. Der Bonsai, ja. Jawohl. Kleiner Tipp, man hört fast die anderen nicht im TS reden, wenn ja, man den Stream anguckt. Schon festgestellt, ja. Dich hört man gut, aber die anderen leider nicht. Der Erich. Ich hoste nur nebenbei, ne? Jawohl, dankeschön. Hab ich gesehen vorher. Zwei sind schon am Husten. Könnt's ja nochmal einstellen. Was kann ich nochmal einstellen? Ich könnte es ja gerade nochmal einstellen. Ach, du meinst jetzt, joa. Rixis, da komme ich nicht ganz raus. Dann hast du deine letzte Aurora mittels CCU hattest. Was? Einmal hast du zu viel. Aha, dann hast du deine letzte Aurora mittels CCU vernichtet. CCU? Was meinst du, CCU? Ich sterbe im Schlauch. Tja. So, vier Stück sind wir. Wenn keiner mehr kommt jetzt, dann sage, drücken wir doch einfach mal X. Und starten. Jo, geht los. Geht los. Mal gucken, wer Alter, ey. Was war da jetzt los? Du bist voll in mich reingeballert. Ihr müsst auf Gas gehen am Anfang und nicht träumen. Ja, irgendwie hat mein Kollege nach vorne irgendwie gepennt. So. Und machen wir mal Decouple Mode. Wuhu! Ui, that's a
Und durch! Uiuiuiui! Oh, da ist einer hinter mir. Ich sehe schon, ich sehe schon. Der Kreskin überholt mich. Wow, da war ich ein bisschen enttäuscht. Da ist er neben mir. Hui! Ganz knapp hier durch die Ecken durch. Der Kreskin, der schenkt Boxen wieder. Ja, guck mal, der Gooks ist auch da. Wunderbar, hat es geschafft vom Kindergeburtstag. Bist du fix und fertig, Gooks? Ja, der Kreskin geht ja ein ab. Mach ich sie noch streitig, mach ich sie noch streitig, das sehen wir jetzt. Er fliegt gut. Oh. Eine Rasselbahn mit 160 Dezibel. Ja, das glaube ich dir, Gus. Da und runter und... Oh, schöne langsame Musik noch dazu. Lalalala. Hast du den Schiffen, ne? Ja, genau. Oh, da bin ich ganz knapp durch. Opa. Boah, ich muss das echt noch üben. Musstest du üben? Was für Abkürzung könntest du nehmen? Erstens Abkürzung überhaupt. Einzufahren. Der Kreskin, der schenkt mir nichts. Da ist er ganz knapp. Ich hoffe doch natürlich wieder, dass er nur einen kleinen Fehler macht. Auf den nächsten bringt die Kiste ins Ziel. Mach ich doch gut. Oh nein, ist die Antenne. Immer diese Antennen, ihr wisst ja, die Antennen lieben mich. Die haben mich gern. Die lieben mich. Oh, da ist er. Oh. Hat der Abkürzung nicht gereicht. Jetzt sind wir mutig, jetzt sind wir mutig. Da ist er, seht ihr, er ist vor mir. Er ist vor mir. Ich kann nicht schießen. Leider nicht. So. Fast in seinen Po reingedonnert. Ich kann schon seine Lackierung schnuppern. Frische oder noch alte Lackierung? Die frische Lackierung. Oh, ich habe ihn überholt. Wie kam das jetzt? Er hat plötzlich gebremst in der Höhle. Das gönne ich mir. Oh, was war das? Da hat er... Was? Hä? Ich glaube, es war ein kleiner Bug. Das glaube ich ja schon fast gar nicht. Juna! Na los! Den Ulla! Wow, plötzlich geht er auf, der Crest Cat hier.
Ich warte immer noch, dass er ein kleiner Fehler macht. Wahrscheinlich bin ich der, der einen Fehler macht. Ist er meistens so. Yeah! Jetzt kommt eine schöne Musik. Mann, wie kommt das jetzt plötzlich so weit da vorne ist? Ich glaube, das war irgendwie ein kleiner Fehler da vorne. Tolle Musik. Quick Forrester! Na los! Das schafft er! Aber nicht mit der Musik. Gesundheit! Das war ganz ungemütlich. Bam, 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 bam. Und los geht's! New Horizon is really proving itself to be a thinking. Also die Musik passt ja ganz schön gemütlich. Man musste echt so aufpassen auf die Antennen, ey. Ja, die Antennen sind ganz böse, das muss man ihnen lassen, ja. Oh, ich habe ein bisschen zu viel mit meinem Boost rumgespielt. Kommt auch nicht gut. Ja, man ist alle, ne? Wenn man da kein Boost mehr hat, dann haben wir das vergeigt. Mann, der Crash Cat geht nicht auf. Dum, 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 dum. Und los! Wer ist denn auf Platz 3? Ich weiß es nicht. Ah ne, ich bin auf Platz 3, alles klar. Das ist gut, wenn du es weißt. Ja. Und runter geht's! Hoppala! Oh, ich hab fast keinen Boost mehr. Fairflex noch eins. Wir sind so nah aufeinander, das glaubt ihr gar nicht. Okay, ich glaube schon, ihr seht ja bei mir im Stream. Oh. Da hat's mich fast zerrissen. Fast, ja. Nackend, Kirky Samba. Und los geht's runter! Bolle Kanne, ja! Wir haben eine kleine Durchsage. Der Crescat wird am Schalter runterladen. Bitte komm. Crescat, geh mal hin. Yeah! Ich hab die Kurven besser geschnitten. Ihr habt ja echt Kopf an Kopf, ja? Ja. Ja. Freut mich, dass ihr mich gerade mal überholt. Dass man in der Aurora Death Race doch überholen kann, immer interessant, ja? Ja.
Ich muss sowieso bei dem Rennen erstmal klarkommen. Oh, oh nein! Das ist ja mir einer! Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Crescat, ich glaub's nicht. Ich bekomm die Krätze hier. Ich trudel hier rum, ich kann mich nicht bremsen, Alter. Da hättet ihr sehen müssen, wie der Crescat mir hier aber ganz bös hier vorne dran kurz die Notbremse gezogen hat und mich weggeschleudert. Unglaublich. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr einholen. Ich hatte doch schon fast den Lead. Und muss dann abgeben. Ah, das hole ich nicht mehr. Schade, schade. Hi, Sitil! Nice to have you here! With a racetrack this huge, it can sometimes be difficult for pilots to get a feel on the pace that they need to set for themselves. Some pilots really have a long race. We might want to rethink any plans to buy a lottery ticket tonight. I can't believe I'm watching this. Look at it! Looks like some of the pilots have chosen to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. Yeah, chillik, chillik. Look at it! As the race goes on, pilots are really beginning to fade. Oh! Oh! Hola! Ja, den hole ich leider nicht mehr. With a racetrack this huge, it can sometimes be difficult for pilots to get a full handle on the pacing they need to cover themselves. Bow, bow, bow. Tja, ich denke mal, der Crescat macht das Rennen diesmal. Sure, it makes the race a little less exciting, but I guess some people would argue that that's worth the price of saving some lives. Couldn't argue for better conditions to race in, I suppose. Call me old-fashioned, but und dafür macht's noch BAM! Nein, es reicht nicht! Oh. The MCR's recently implemented enhanced safety protocols are on full display. Sure, it makes the race a little less exciting, but I guess some people would argue that that's worth the price of saving some life. Das sah gerade aus, als würde eine Hamsterfamilie im Fußland einer Aurora herumlaufen. Warning collision alert. Looks like some of the pilots are choosing to hang back and avoid the whole struggling to win altogether. Wollt ihr als nächstes Spieler, dann würde ich mich vielleicht auch mal einloggen ins Spiel. So oder so müsst du dich jetzt einloggen. Weil sonst ist es zu spät, sonst warten wir wieder 5 Stunden lang noch. Ja, okay, ich mach. Sind wir die gleichen? Was machen wir? Okay, ich lock mich ein und dann warten. Ah, schade. Jawohl, Crescat hat's gemacht heute. Ich wurde mal. Naja, dritter Platz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut wieder rein. Schaltet wieder ein. Und haut rein. Ich muss weinen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielleicht kriegt er gleich noch eine Revanche.